Emotionen zu entscheiden. Und das müssen wir erst haben. Und letztendlich ist es schon so, ein rein nationaler kleiner Merkel-Aufstieg, das ist eigentlich nicht der weite Wurf, sondern man müsste es eigentlich auf die europäische Ebene heben. Ich würde gerne zur Winterzeit noch was sagen. Sie haben gesagt, aus den Mitgliedstaaten kam dann noch nicht die Forderung, das wieder abzuschaffen. Wir haben uns im Parlament schon damit befasst, ein Kollege meiner eigenen Fraktion hat auch eine Anfrage gestellt, eine schriftliche Anfrage, sich dafür eingebracht, eben auch das nochmal zu überdenken, abzuschaffen, weil es wirklich ein Relikt ist aus den 70er Jahren. Man hat am Anfang gedacht, dass man Energie spart, aber die Energie, die man in den Abendstunden spart, braucht man natürlich in den Morgenstunden und es ist wirklich eine Belastung für Menschen. Ich habe auch das Biomedizinische Institut hier in Würzburg gesucht und da wurde das mir auch nochmal wirklich glaubhaft erläutert, dass es schon eine Belastung für den Organismus ist. Also es ist Thema auch im Parlament. Und wir machen uns auch dafür stark, aber um da auch ein bisschen nochmal zu erklären, wie die Institutionen miteinander funktionieren, der Vorschlag für eine Abschaffung müsste dann letztendlich auch mal aus der Kommission kommen und die Kommission entscheidet ja auch nur über die Zeit, also letztendlich müssen es die Mitgliedstaaten dann auch in die Wege leiten und das ist dann immer die Schwierigkeit, aber die Forderung auch vom Parlament ist durchaus da. Jetzt noch zur Energiepolitik, da möchte ich doch nochmal Stellung nehmen. Wir, auch wir als konservative Partei, CDU-CSU, haben uns in den letzten Jahren immer wieder dafür ausgesprochen, dass wir die Kernenergie als Brückentechnologie, als Übergangsenergie ansehen. Und ich als Umweltpolitikerin setze mich auch schon seit Jahren dafür ein, dass der Zeitraum nicht mehr so lange ist und dass wir die erneuerbaren Energien massiv voranbringen. Das ist auch bei uns ein Thema. Die Frage ist, wenn wir das entscheiden jetzt, dann muss man sich natürlich überlegen, wie ist das ganz konkrete Konzept, wie kommen wir dahin? Und dann muss man sich bewusst sein, dass der Energiepreis steigen wird. Natürlich ist die Bevölkerung bereit, auch einen höheren Energiepreis zu bezahlen. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Dimension? Die Investitionen in die Netze wurden gerade von Emilia Müller beschrieben, die notwendig sind. Und ich bin da wirklich auch sehr lange dran, an erneuerbaren Energien. Ein Thema ist, wir brauchen die Speichertechnologie. Wir brauchen die Pumpenspeicherkraftwerke, wir brauchen eine stärkere Investition in die Forschung, in Solarenergie zum Beispiel. Da gibt es auch wirklich Forschung, an dem man da sehr, sehr intensiv dran ist. Und diese Weichen müssen wir jetzt stellen. Und man muss sich bewusst sein, dass es bedeutet, dass wir bis 2020 50% des Stromes aus erneuerbaren Energien gewinnen wollen. Das sind Zahlen, die wir als AKU in der JU Bayern schon vor Jahren auch gefordert haben, aber die natürlich sehr, sehr ehrgeizig sind. Und dann müssen wir die Wasserkraft ausbauen, auch, da gibt es gar nicht mehr so viel Potenzial, die Windkraft, die Solarenergie, Geothermie und vieles weitere mehr. Und wir müssen die Energieeffizienz verstärken. Und da merken wir teilweise auch wieder Widerstände in den Regionen. Wir haben es jetzt auch im Unterfrank, ist das ein Thema, Windkraft, Verschwagelung der Landschaft und so weiter. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt ein ganz konkretes Konzept vorlegen, das hat Umweltminister Söder heute getan. Und deswegen bin ich zuversichtlich, auch auf Bundesebene müssen Entscheidungen getroffen werden, dass wir den Weg in Deutschland gehen. Und das müssen wir auf europäischer Ebene durchsetzen, aber das wird nicht einfach. Lassen Sie uns noch ein paar andere Punkte ansprechen. Das sage ich eigentlich auch immer, wenn ich in Schulen und Universitäten bin, weil ich glaube, dass Europa wirklich die Zukunft ist, gerade der jungen Menschen. Weil Europa jungen Menschen insbesondere viel, viel Chancen bietet. Man kann im europäischen Ausland seinen Arbeitsplatz suchen. Man bekommt eben schon in vielen Bereichen den Abschluss gegenseitig auch anerkannt. Also da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und Europa bietet uns eben viele Vorteile. Das grenzenlose Reisen ist genannt worden. Viele globale Probleme, und da spreche ich gerade die Umweltpolitik an, die ja insbesondere die Nachwachsenden, also die nachkommenden Generationen betrifft, können wir nur auf der europäischen Ebene lösen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, dass wir da auch noch vieles voranbringen werden. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, wir brauchen mehr Europa in großen Fragen. Das nehme ich heute auch mit. Das ist ja auch aus einer Resolution angekommen. Und weniger Europa in Bürokratisierung. Da kämpfen wir gerade auch als EU sehr stark immer dafür, in den kleinen Fragen. Und dann können wir gemeinsam sehr, sehr viel erreichen in der Zukunft. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch die Bürger davon begeistern können. Wobei